Ja, hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu Let's Play Anno 1400 und die 4. Ja, ich bin wieder back. Nach dem kleinen Problem mit Anno. Ich muss mal kurz gucken. Ja. Wegen der Bildschirmauflösung. Nach dem kleinen Problem wegen Anno 2070, was mir ja leider gesperrt wurde. Naja. Ist auch nicht so. Gott sei's gedankt. Die meisten haben das Video ja gesehen. Unfälle auf der Baustelle. Und ja. Das Ding ist ja gleich fertig. Mit Gottes Hilfe werden die Arbeiter diesen Bauabschnitt bald fertiggestellt haben. Ob wir die Fertigstellung des. Ja, und danach kann ich mich wieder ein bisschen um den Siedlungsbau kümmern. Wir haben nämlich noch 5 Handelsprivilegien, die wir wieder verteilen können. Hier auf der Baustelle geht es gut voran. Na egal, wir müssen wenigstens zum Finale da sein. Ja, und hier ist eben meine Leinenproduktion. Wo auch alles sehr zufriedenstellend läuft, ja. Ich plarettere mal wieder in dem schönen Strategiebuch. Wie immer, sage ich ja bald jedes Mal, ich empfehle es jedem. Zehn Webstuben braucht man ungefähr. Seid unbesorgt. Für eine Metropole. Alle sind mit Eifer bei der Arbeit. Show, show. Die Arbeiter kommen gut voran. Alles läuft bestens. Ja, da ist es Zeit, mal in diese Perspektive zu wechseln. Langsam, schnell, langsam, schnell. Ja. So viel zu dem Thema. Gucken wir dir doch einfach mal beim Arbeiten zu. Der Bau des Monuments ist vollendet. Tada! Eine Speicherstadt. Bam, sage ich nur. Ja. Die Speicherstadt gehört jetzt uns. Und sie hat sogar weniger Unterhalt als die Baustufen. Eine beeindruckende bauliche Leistung, eure Speicher. Danke. Sind die ausgeglichen? Why are they ausgeglichen? Und ihr wollt Wein. Immer nur im Saufen. Diese Gegend ist sehr ansprechend. Achso. Handelsprivilegien. Sagt dann dort einer. Die meisten Steuereinnahmen geben die Adeligen. Danach die Glück, dann die Patrizier, die Bürger. Und die Bauern müssen am wenigsten Steuern zahlen. Bin eben ein gerechter Herrscher. Jeder zahlt nur so viel Steuern, wie er wirklich abgeben kann. Oh, und wir haben auch schon wieder einen Adelstitel. Vielleicht sogar noch einen zweiten Adelstitel. Ja, ja. Das Eckhaus hier darf aufsteigen. Dann hier. Und hier. Das war's. Und zwei. Ja, zwei Adelstitel. Prima. Na los, wer von euch will in den Rang eines Adligen gehoben werden? Hier ist keiner. Tada! Damit wären die gesellschaftlichen Stände wieder eingehalten.
So, und ein bisschen mehr Kohle haben wir auch dazu gekriegt. Wie steht's denn überhaupt mit der Versorgung? Eisen sinkt, Seile sinken auch. Steigt, steigt. Brot füllt sich, das füllt sich, das füllt sich. Das sinkt immer. Ja, ja, in Aschgabat sieht es auch gerade sehr gut aus. Aber ich will jetzt hier ein bisschen weiter ausbauen. Das Ding muss doch auch irgendwann mal zerfallen sein, oder? Ach nee, die sind ja unzerstörbar. Wo ist denn diese verdammte... Impf... Da ist sie ja. So... Und zwar brauchen wir Wein, 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 Wein. Wein ist sehr anspruchsvoll. Wie viele Kälterhäuser braucht man denn eigentlich? Warte mal, ein Kälterhaus versorgt, soweit ich weiß, 1000 Adelige. Wir brauchen 3500 für den Kaiserdom. Also, du need 4 von denen. Ja. Wir need 4, so. Aber an der Stelle ist es ein bisschen doof. Das Kontor. Darum erstmal 60 von allem mitnehmen. Man weiß ja nie. Und darüber schippern. Ich habe zwar ein bisschen was dabei. Ja, kleines Kontor zerstören. Aber sicher doch. Ach, keine Überschneidung mit Baubereich. Mindestens einer von denen muss noch da bleiben. Der steht doch ziemlich gut. Nö, tut er nicht. Wir brauchen ja gar keinen Salz. Ach ja, orientalische Schiffe bringen ja auch nochmal... Speicherstadt bringt ja auch nochmal Geschwindigkeit und Ladekammern. Davon kann ich mir wieder was kaufen. Was haben wir denn da? Verbesserte Schiffsbaukunst. Können wir auch hier haben, aber machen wir erstmal... Nee, erstmal da. Wo ist es? Tada! Somit sind die orientalischen Schiffe die besten. Und das Versorgungsniveau sinkt ab. Auf dieser Insel. Ja, aber wir haben ja hier... Ich glaube, das muss ich demnächst auch nochmal erweitern. Naja. Nein, Felden auch schon. Kaffeeproduktion. Kaffee ist das Wein der Adel, ist der Wein der Gesandten. Auch was die Versorgungsrate angeht. Ja, dass ich noch ein bisschen diese Stunde schaffe. Ich nehme eine Stunde auf, nebenbei gesagt. Die gesamten Produktions, was ist das? Eisen. Das in den Produktionsbereich.
ich so oder so nicht in den Produktionsbereich, also mache ich das ja lieber ein bisschen mittiger. Ich glaube, wir brauchen sogar noch Glas. Wenn ich mich nicht irre. Irre ist menschlich und Irren ist menschlich und Irre sind auch Menschen. Genau so war das. Biberbach 2. Scheißname. Gut, ist auch nicht viel besser, aber erinnert mich immer daran, dass ich hier gesiegt habe. So. Ich brauche 2 Eisenminen, auch wenn da was übrig bleibt, weil 6 kann man leider nicht durch 4 teilen. Hier ist nämlich nur für 12 Kältehäuser angegeben. Das ist, glaube ich, genug um eine Weltstadt. Irre ich mich da jetzt? Eine Weltstadt zu versorgen. Mehr als genug sogar. So, du fährst währenddessen zurück und kannst keine neuen Ressourcen holen. Fangen wir erstmal an, nach den Eisenvorkommen zu suchen. Da und da. Na, weiter weg. Gut, dass ich da noch einen habe. Eine Kohlemine. Wo ist die Kohle? Weiter weg hätte er nicht machen können, ne? Naja. So. Kühlerhütte. Und Schlaumeier hat das mal wieder so belegt, dass da die Einflussbereiche sich natürlich wieder nicht überschneiden. Das hier, das gleiche Spielchen müssen wir hier auch nochmal machen. Ich mache gleich schon mal eine Weinüberproduktion. So. So, Holz sieht es jetzt nicht schlecht aus. Plopp. Gut. So. Die schicken wir mal zurück oder die schicken wir mal hier hin. Ist besser. Und ich bin gleich wieder da. Ich lasse euch hier, da es sehr schnell geht, lasse ich euch hier mit Impressionen des Spiels alleine. Und da bin ich wieder. So. Läuft denn noch alles? Die Zahl der Adligen wird sich mitnichten vergrößern, wenn man hier wie in der...